Dietrich Bonhoeffer. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Nur Dietrich Bonhoeffer ist zwar irgendwie für mich auch ein Stück Vorbild, auch theologisch, aber dass dann bei so einer Fragerunde auch das rauskommt, dass es so viele Übereinstimmungen gibt, das hat mich doch überrascht, aber auch ein bisschen gefreut. Bonhoeffer ist für mich ein ganz herausragender Theologe, der auf wunderbare Weise es versteht, die theologische Reflexion mit dem zu verbinden, was er selbst erlebt und auch mit den Grundfragen des Lebens. Also ich lese seine Texte immer wieder sehr gern und natürlich hat er ein Lebensschicksal gehabt, von dem man, ich mir selber wünsche, nie ein solches haben zu müssen. Das kann ich eigentlich gar nicht richtig sagen. Vielleicht ist es so etwas wie eine Liebe zur Theologie, die auch bei mir eine ganz, ganz große Rolle spielt und aus dem gründlichen theologischen Nachdenken heraus neue Perspektiven zu gewinnen und auch Lebenssituationen bewältigen zu können. Das ist vielleicht etwas, was dann doch eine Verbindungslinie darstellt.